schauen wir. Liebe Leute, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. It's Quick and Dirty Time. Heute mal mit einer neuen Abfüllung von Mods of Scotland. Aus dem aktuellen Bottling haben wir uns aus rein persönlichem Interesse mal den Roard Mauer ausgesucht. Das kleine Zusatzlabel verrät, er ist peated, natürlich, denn Roard Mauer ist der Name für einen peated Glentoret. Stammt aus dem Bourbon Hogshead, hat 307 Flaschen ergeben. 2011 war es destilliert worden, 2020 in die Flasche und zwar mit satten 59,1%. Wir haben gerade schon mal eingegossen, dann gab es ein paar technische Schwierigkeiten, deshalb stehen die Gläser ausnahmsweise schon mal gefüllt hier und wir fangen direkt an. Erster Eindruck, der Rauch ist natürlich in Klammern nicht so präsent wie bei einem Eila, aber er ist schon spürbar da. Eine fein würzige, leicht kräutrige Note, ein bisschen Frucht und etwas, das ich schwer zuordnen kann. Ich hau mal einen raus. Zeitung. Das riecht wie eine frische, fast noch druckwarme Zeitung morgens aus dem Briefkasten geholt. Die Druckerschwärze, die ein intensives Aroma verströmt. Vielleicht sogar eher noch die Prospekte in dem Käseblatt, was in der Regel zum Wochenende erscheint. Ja, also schon irgendwie sowas Papierartiges, Bedrucktes. Gibt so einen leicht trockenen, ich will jetzt nicht sagen muffigen Geruch dazu, aber passt zu den anderen Aromen. Nimmt den Früchten, die ich wahrnehme, so ein bisschen die Frische und Spritzigkeit. Die Vanille kriegt dunklere Töne. Echt interessant. Ich bin gespannt und sage es Lange. Mal ehrlich, 59,1%, die merke ich genau an einer einzigen Stelle, und zwar da, wo ich mir heute Morgen auf die Zunge gebissen habe. Ansonsten, so stark würde ich den nicht schätzen. Auch mit einiger Erfahrung in fast starken Whiskys. Da ist der Alkohol wirklich gut eingebunden. Die Rauchnote bleibt hier eher dezent, zurückhaltend. Ist nicht ganz so ausgeprägt, wie im Vergleich zu einem Eilerwisky zum Beispiel. Ist wohl eher was für Raucheinsteiger, obwohl er mir auch sehr, sehr gut gefällt. Denn dadurch haben die anderen Aromen Platz, sich zu präsentieren. Der erste Eindruck ist eine unglaubliche Süße. Richtig, fast übersättigt süß. Ein bisschen vanillig, ein bisschen brauner Zucker irgendwo so dazwischen. Und dann habe ich reife Früchte. Dann bin ich bei Birnen. Dann habe ich Quitten. Ein bisschen Pfirsich
Und auch hier wieder so zur Abrundung dieser Eindruck von Zeitung, der einem da wieder auf die Knospen kommt, mir zumindest. Jetzt so mit dem dritten Nipp, der Rauch wird deutlicher, wird präsenter, ist aber immer noch nicht überladen, ist immer noch so, dass das Ganze harmonisch rund wirkt und ein unglaublich sämiges, fast öliges Mundgefühl, sehr ja, cremig auch, richtig lecker. Für 69 Euro sehr, sehr fair bepreist für das, was er kann, finde ich. Macht mir viel Spaß im Glas und ja, euch vielleicht auch. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt rum, probiert. Ansonsten bestellt euch den Blind. Ich glaube, man kann 69 Euro viel, viel sinnloser ausgeben, als sich diesen Whisky zu kaufen, wenn man auf Peated Whisky steht. Klare Empfehlung von mir. Lasst es euch schmecken, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.